Schau mal, Frederik. Welche Zahl möchtest du machen? Nummer 4. Dann machen wir jetzt die Gabe Nummer 4. Und jetzt schauen wir sie uns mal an. Nein, ich mach das. Mhm. Ich will die Hühnerstall. Der Hühnerstall? Schön, toll. Wow. Dann darfst du das mal auslernen. War es Friedrich Fröbels Vision, eine Intuition? War es seine unglaublich große Beobachtungsgabe des kindlichen Spiels? War es ein Geniestreich, was ihn vor rund 200 Jahren bewog, seine Spielgaben zu entwickeln? Hm? 200 Jahre, dabei müssen wir uns darüber bewusst sein, dass es das erste auf einer strengen, systematisch entwickelte didaktische Spielzeug für kleine Kinder überhaupt auf der gesamten Welt war. Wäre ich nun ein Anthropologe, würde ich sagen, wir sind schon 200 Jahre. Unsere Menschwerdungsgeschichte, wir sprechen ja vom vernunftbegabten Menschen, vom Homo sapiens, dauerte 40.000 bis 50.000 Jahre. Und ein Anthropologe würde da vielleicht sagen, 200 Jahre, warum ist da überhaupt erst so spät darauf jemand gekommen? Andererseits, als Bildungswissenschaftler oder als Pädagoge, muss man sagen, 200 Jahre sind eine extrem lange Zeit und wir müssen uns deshalb die Frage stellen, taugt das überhaupt noch etwas? Haben wir im 21. Jahrhundert nicht unseren Kindern etwas viel Moderneres, viel Aktuelleres, etwas viel Besseres zu bieten? So, ist es jetzt fertig? Ja. Ja? Und wow. Wollen wir das nochmal machen und dann machen wir das Huhn rein? Das Huhn haben wir ja ganz vergessen reinzumachen. Komm, dann machen wir das jetzt nochmal schnell, okay? Oh ja. Die machen wir ganz schnell. Jetzt kommt das Huhn rein. Ja. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, das Spielmaterial taugt noch etwas. Sie sehen es wahrscheinlich auch gerade. Und ich möchte da einmal einen Vergleich ziehen. Niemand käme auf die Idee, Beethovens 9. Sinfonie als veraltet, altmodisch, nicht mehr in unsere Zeit passend zu betrachten. Und Beethoven hat seine 9. Sinfonie in etwa in der gleichen Zeitspanne komponiert, wie Friedrich Fröbel seine Spielgaben entwickelte. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Mathematik und die Musik Sprachen sind, deren Syntax oder deren Regeln zeitlos gültig sind. Eine Oktave klang vor 5000 Jahren schon schön und rein und 3 plus 3 wird auch in 5000 Jahren noch 6 ergeben. Also, Mensch, klasse, toll. Jetzt ist der Hühnerstall fertig. Und drin ist der Huhn. Ich mach das. Okay. Und was müssen wir jetzt noch machen? Das genau, müssen wir wieder aufräumen. Du machst es alleine. Ja, dann probier das mal. Sehr gut. Einräumen ist nämlich eine ganz schön große Herausforderung. Und zum anderen, ein Anthropologe würde höchstwahrscheinlich so argumentieren, dass die kindlichen Bedürfnisse vor 200 Jahren bei den Kindern kaum andere gewesen sein dürften, wie sie in unseren Tagen sind. Es gibt oder es gab und gibt nichts, was Kindern größere Freude bereitet, als zu spielen. Und auf dieser Beobachtung entwickelte Friedrich Fröbel sowohl seine Spieltheorie als auch seine Spielgaben. Sie sehen hier die Spielgaben 3 bis 6, aber auch später seine Legematerialien. Das letzte. Wow! Klasse, jetzt kriegst du rein. Alleine gemacht. Nein. Auch du allein? Gut. Ja! Bravo! Noch das Große. Welches Große? Das
Gelbe. Das Gelbe. Ich glaube, das darfst du. Wow. Aber ich glaube, die Nummer 6. Nein, ich glaube. Mhm, dann mach das mal auf. Heute liegen wir letztendlich aus erfahrungswissenschaftlichen Studien, dass Kinder, die sich in jungen Jahren, also in dem Alter von unserem jungen Probanden, der Frederik heißt, einen nachhaltigen Erfolg im Schulfach Mathematik haben, wenn sie sich früh mit Baumklötzen beschäftigen. Und Friedrich Fröbel orientierte sich sehr stark an der Mathematik. Und wer jetzt aber denkt, die Kinder lernen dabei nur Mathematik, der irrt sich ganz grundlegend. Sie sehen das gerade, ich bin etwas abgelenkt, weil ich in Frederik zuschaue. Mit welcher unglaublichen Freude, mit welcher Konzentrationsfähigkeit hier gearbeitet wird und was da Frederik alles lernt. Er lernt Feinmotorik. Er lernt sein sprachliches Ausdrucksvermögen. Wenn ich nicht so viel reden würde, würden Sie wahrscheinlich meine Tochter hören, wie sie Begriffe in den Mund nimmt, wie oben, unten, hinten und vorne. Aber ich glaube, die Spielgabe 6 ist für Frederiks Alter ohnehin etwas zu schwierig. Das ist für ältere Kinder, aber er bemüht sich gerade und glaubt sehr erfolgreich, die Schachtel zuzumachen, was feinmotorisch sehr schwierig ist. Gleich hast du es geschafft. Jawohl, sehr gut. So, dann stellen wir das mal dahin. Und jetzt schauen wir mal dahin, was wir für den Schmetterling brauchen. Genau, da brauchen wir schon mal die Duplos an. Die Flügel. Mhm, dann machen wir als erstes mal die Flügel. Jetzt stellst du mal, also, mal hier die zwei Duplos hin und dann brauchen wir zwei längliche. Ich komme da nicht. Ich hänge fest. Du hängst fest, ja, das stimmt. Einen Moment, sonst leg mal wieder hin. Und. Jetzt brauchen wir zwei längliche Duplos. Das da so. Genau, das kannst du schon mal, das machen wir gerade hier. So die Flügel. Genau, dann machst du mal. Und? Sehr gut. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Friedrich Fröbel benutzt da, ohne es zu wissen, einen unglaublich modernen Begriff von dem, was wir heutzutage unter Mathematik verstehen. Wir sprechen heute von Mathematik als der Wissenschaft, von den Mustern und Strukturen. Und das ist genau das, was Friedrich Fröbel intendierte. Und zwar mit seinen Spielgaben, als auch mit seinen Spielmaterialien. Genau. Du bist aber kreativ, Freddy. Ja, jetzt ist ein Schmetterling, dein eigener kreativer Schmetterling. Ja, und jetzt wird etwas. Friedrich nimmt jetzt gerade etwas in den Mund, was Friedrich Fröbel eine Lebensform genannt hat. Nein, ich habe einen Mund. Ja, Lebensformen, Schönheitsformen, Erkenntnisformen. Aber ich glaube, das Beste ist, ich darf jetzt einfach ein bisschen mitspielen. Darf der Opa mitspielen? Mit dir den Schmetterling machen, der darf Opa? Darf ich mitspielen? Ha, ja, super, dann mache ich mal Platz. Du hättest schon sitzen bleiben dürfen, Leonie. Ich habe dir keinen Platz. Jetzt darf ich noch ein bisschen mitspielen. Ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Da ist ein, so ein Flügel. Flügel? Ja. Sehr schön. Und da ist auf die Flügel und vor die Flügel. Und da passt es. Da passt es. Und jetzt machen wir noch ein Schmetterling.